begrüße auf der Bühne Lucy Gut und Tanja Bruske. Hallo. Hallo. Eine Sprecherin, zwei Namen. Wir sind gespannt. Die wird uns das bestimmt gleich noch ein bisschen erklären. Wir wollten einen schönen Weg zu dem Ausklang haben und was ich im Moment echt besonders wichtig finde, ich finde ein bisschen gesunder Eskapismus tut im Moment auch einfach mal total gut. Abends mal ein schönes Buch in die Hand nehmen, mal ganz woanders hinkommen, sich mit anderer Leute Probleme beschäftigen, idealerweise in anderen Galaxien, Zeiten oder Orten, die sind dann schön weit weg. Das finde ich super. Und deswegen finde ich das sehr schön, dass wir heute eine Autorin hier haben, die unter anderem für Perry Rhodan schreibt. Das haben vielleicht ein paar Leute schon mal gehört. Ist tatsächlich die größte und, ich weiß gar nicht, älteste, aber sie sagen zumindest selber, die größte Science-Fiction-Serie der Welt. Die gibt es tatsächlich seit 1961, mehr oder weniger durchgehend. Da gibt es also noch einiges nachzuholen, wenn ihr noch Lesestoff sucht. Da gibt es inzwischen auch diverse Spin-offs davon. Und Tanja hat auch was dazu geschrieben. Und wenn man dazu noch was sucht, haben wir noch ein bisschen was dabei. Und ansonsten möchte ich euch an der Stelle natürlich noch die Hermkes Romanboutique ans Herz legen, einen der schönsten Läden in Würzburg in der Valentin-Becker-Straße, die, glaube ich, jetzt auch schon seit 40 oder mindestens 40 Jahren unter anderem mit Perry Rhodan unterwegs sind und wo man wirklich, das ist der Eskapismus-Tempel in Würzburg, würde ich mal sagen. Und zu den Themen wird uns Tanja jetzt ein bisschen was erzählen und ich freue mich drauf und deine Bühne. Dankeschön. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Es kam sehr überraschend für mich, weil ich jetzt eingesprungen bin. Ich bin jetzt niemand, der sich jetzt hinstellt und einfach mal so eine Stunde lang vor sich hinredet. Also ich bin, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sowas, einfach zwischendrin mal kurz Hand hoch oder sowas, dann bin ich auch für Zwischenfragen immer empfänglich und mag eigentlich mehr so den Dialog. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was über Perry Rhodan. Ihr seht es hier bei mir, 60 Jahre, einer war immer dabei. Das ist das Prinzip der Serie. Perry Rhodan ist der Held der Geschichte, der eben seit 60 Jahren die Welt rettet, sozusagen. Ich weiß nicht, wie viele von euch mit dem Prinzip von Heftromanen vertraut sind. Heftromane gibt es schon sehr, sehr lange, weil man damit so im Zeitalter der Industrialisierung billige Literatur für die Arbeiterklasse sozusagen produzieren wollte und damit eben Abenteuergeschichten und Science-Fiction-Geschichten und Romanzen und was weiß ich, was alles auf den Markt geworfen hat. Perry Rhodan ist tatsächlich die am längsten laufende Science-Fiction-Serie der Welt, nämlich seit 60 Jahren gibt es die Geschichten um den Raumfahrer Perry Rhodan. Jetzt würde mich mal interessieren, wer von euch hat noch nie in seinem Leben von Perry Rhodan gehört? Aber doch relativ viele. Ich kann jetzt mal dazu sagen, wie es bei mir dazu kam, dass ich für die Serie angefangen habe zu schreiben. Mein Opa hat angefangen, Perry Rhodan zu lesen. Und später hat meine Mama die Hefte gehabt und hat sie weitergelesen. Und als ich so im Grundschulalter war, habe ich die Hefte gefunden und habe dann damit weitergelesen. Deswegen kam ich schon sehr, sehr früh mit dem Thema in Kontakt und habe eben, ja, so sagen wir mal so zwischen 9 und 13 diese Serie sehr aufmerksam verfolgt und habe so ungefähr 300, 400 Hefte davon gelesen. Das ist nichts im Vergleich zu heute. Heute steuern wir auf Heft Nummer 3300 zu. Es erscheint also seit 60 Jahren jede Woche ein Heft. Zum Prinzip, wie sowas überhaupt möglich ist, mal kurz erklärt, die schreibt keiner alleine. Es gibt eine Heftromanserie, bei der das in Deutschland funktioniert hat, dass ein Mensch alleine eine wöchentliche Serie sehr lange bestückt hat. Das ist John Sinclair. Der Autor hat das tatsächlich, Gerd Relle-Gerdt hat das sehr, sehr lange gemacht. Keiner weiß, wie er das gemacht hat und was der Mann für ein Output hat, aber es ging. Bei Perry Rhodan funktioniert das anders. Von Anfang an hat das anders funktioniert. Es gibt da so einen Autorenpool von, ich glaube, anfangs waren das nur so 3, 4 Autoren. Mittlerweile besteht so der Pool aus 10 vielleicht. Und es gibt einen Exposé-Autor oder mehrere Exposé-Autoren, die die Gesamthandlung im Blick haben. Und den jeweiligen Autoren
ihre Geschichten zuschanzen, ein Exposé geben und sagen, da, das ist deine Handlung, schreib daraus mal was. Dafür hat man dann immer so 4-5 Wochen Zeit und dann muss der Roman fertig sein. Klappt auch nicht immer, aber bis jetzt ist jede Woche ein Heft erschienen, zumindest. Ja, und zur Geschichte selbst, Science Fiction, eigentlich ganz klassisch. Unser Held, Perry Rhodan, ist ein Risikopilot, der ins Weltall fliegt, eigentlich zum Mond. In der Erstauflage ist es die erste Mondlandung. Vor 60 Jahren war die ja noch nicht passiert und die Autoren haben sie fast richtig in der Zeit verortet. Sie haben sie, glaube ich, auf 71 oder sowas gelegt. Und unser Held Perry Rhodan trifft auf dem Mond Außerirdische, die dort havariert sind. Und ja, wer so sich den Zeitgeist von vor 60 Jahren mal ins Gedächtnis ruft, da war Kalter Krieg. Die Erde stand ja immer so vor dem Atomkrieg und man hatte große Angst. Und das ist eben auch in der Romanhandlung so. Und diese Außerirdischen, die kommen dann und machen alles gut. Also natürlich nicht alleine, Perry Rhodan ist die treibende Kraft, das ist ja der Held. Der vereint dann die Menschheit und nachdem das in relativ schneller Zeit in der Erstauflage funktioniert hat, also innerhalb von so 50 Heften, sind sich die Menschen alle einig, wir halten zusammen und auf zu den Sternen und da erleben wir weitere Abenteuer. Mittlerweile ist die Handlung so komplex, also ich habe wie gesagt die ersten 300 Hefte oder sowas gelesen, ich könnte jetzt nicht mehr groß sagen, was danach noch alles passiert ist, aber es ist sehr, sehr viel passiert. Und es gab dann, aus diesen Heftchen wurden dann Silberbände, die habt ihr vielleicht schon mal in der Buchhandlung gesehen, das sind quasi Bücher, die die Heftromanhandlung zusammenfassen. Es gab dann andere Serien, Atlan zum Beispiel, das ist der außerirdische Freund von Perry Rhodan. Es gibt so die großen 5 Gestalten bei Perry Rhodan, die dürfen, glaube ich, auch niemals sterben. Das sind eben einmal Perry Rhodan, dann sein Freund Atlan, der weißhaarige Akonide, der Weise, der Freund der Menschheit. Dann gibt es Isho Tolo, das ist ein Außerirdischer, ein Koloss, ein Riese. Dann gibt es den Mausbiber Guki, der in der Erstauflage häufig der lustige Sidekick ist. Mausbiber sagt man und jeder hat sofort ein Bild im Kopf, so sieht er auch aus. Und der kann eben teleportieren und ist Telepath, der kann alles, der ist so omnipotent. Jetzt fangen wir, der Bulli, das ist der Freund von Perry Rhodan, der zweite Raumfahrer, Reginald Bull. Das sind so die Großen, also denen darf auch nichts passieren. Neulich gab es mal einen Roman, in dem Guki scheinbar umgekommen ist. Das war ein Aufschrei im Fandom. Das waren also nicht alles, dass der Autor Morddrohungen bekommen hat. Also es war wirklich ganz, ganz übel, was da den Fans das aufgestoßen ist. Aber es haben auch ein paar durchschaut, dass das also nicht sein kann, dass es ein Trick war. Also von daher alles gut, Guki lebt noch. Ja, also es gab dann, wie gesagt, einzelne Hefte oder einzelne Serien, eine über Atlan. Es gibt jedes Jahr Miniserien, also eine Miniserie pro Jahr, die dann relativ autark vom eigentlichen Seriengeschehen angesiedelt ist, wo dann so Geschichten für sich angesiedelt sind. Und es gibt die Serie, für die ich schreibe hauptsächlich, das ist die Perry Rhodan Neo. Die ist jetzt 20 Jahre alt, etwa. Kann doch keine 20 sein, 10 oder 15 Jahre ist alt, weil ich rechne das immer mit meiner Tochter, die ist also ungefähr genauso alt, die ist noch keine 20. Also ungefähr 10, 12 Jahre ist die Serie alt. Und darin ging es eben darum, diese seit 60 Jahren ja schon etwas angestaubte Ursprungsserie neu zu erzählen, wie ein Reboot quasi. Da haben dann auch die Menschen andere Probleme als den Kalten Krieg, da geht es um Klimaerwärmung, da geht es um Kleinkriege auf der Welt, da geht es um sehr, sehr viele sehr aktuelle Themen, die da aufgegriffen worden sind und das hat mich damals, ich habe es auf der Buchmesse als erstes in die Hand bekommen, hat mich furchtbar fasziniert, deswegen bin ich ein Neo-Leser der ersten Stunde und eben seit ein paar Jahren dann auch Neo-Schreiber. Ja, ich hatte gedacht, ich sage heute vielleicht ein bisschen was. Ich kann nicht viel sagen zum Thema IT, weil damit kenne ich mich gar nicht so aus. Ich habe vorhin schon jemandem erklärt, Perry Rhodan ist tatsächlich sehr technisch. Also nicht nur,
Es gibt sehr viele Geschichten, die so ein bisschen Fantasy-mäßig sind, neue Welten, Außerirdische. Aber es gibt, hat eben auch einen sehr großen Technikkomplex. Als Autor hat man das Glück, dass meistens, man bekommt ja nicht nur die Exposés, man bekommt auch Datenblätter, in denen stehen dann so hilfreiche Hinweise zu irgendwelchen technischen Details oder sowas drin. Und man kann auch immer noch mal nachfragen. Wir haben auch einen Technikexperten, der ist immer per E-Mail oder per Slack erreichbar, wenn man dann irgendwelche Nachfragen hat. Sag mal, wie funktioniert denn dieser Raumanzug? Oder kannst du mir sagen, welches Raumschiff für zwei Personen zu diesem oder jenem Manöver fähig ist? Der Peter weiß das, der sagt das einem innerhalb von einer Stunde, wenn man nicht vormittags mit ihm in Kontakt tritt, weil er ist Lehrer. Man muss also nur auf nachmittags warten, dann kriegt man von ihm auch eine Antwort. Ja, also von daher, ich kenne mich da nicht aus. Ich habe auch neulich mal auf Facebook gejammert, warum mir eigentlich vor 25 Jahren keiner in der Schule gesagt hat, dass ich bitte nicht Physik abwählen soll, weil ich mich heute mit solchen Sachen wie Quantentechnik und sowas dann rumschlage und versuche, die Datenblätter zu begreifen. Aber es funktioniert immer irgendwie. Und das Schlimme ist, wenn man einen Fehler macht, den kriegt man auch von den Fans sehr, sehr übel nachgetragen. Man traut sich, also ich traue mich gar nicht, irgendwelche Sachen zu schreiben, ohne dass ich sie nochmal unserem Technikexperten vorlege und sage, stimmt das so, was da funktioniert? Egal, ob es da um Verfolgungsjagden im Weltall geht, Bremsen im Weltall, nein, das geht nicht, ja, okay, mittlerweile weiß ich es. Oder wie gesagt, irgendwelche technischen Details zu irgendwelchen Anzügen oder sonst irgendwas. Das ist am besten immer gut abgeklärt, bevor das in Druck geht oder bevor das irgendwie weiterverarbeitet wird. Hat irgendwer schon mal Fragen? Ich weiß nicht, ob es jeder gehört hat, die Frage war, wenn wir selber sowas wie eine Waffe kreieren oder sowas, wie dann die anderen davon erfahren. Also meistens schreibt man dann selber einfach ein Datenblatt dazu und legt das in eine Dropbox, wo jeder darauf Zugriff hat. Und die Exposé-Autoren, die ja das Auge auf die Gesamthandlung haben, die schreiben dann auch in die Exposés rein, hier, dazu gibt es ein Datenblatt von Tanja, das findet ihr da und da. Also wenn solche Sachen, passiert mir jetzt nicht so häufig, dass ich irgendwelche Waffen mir ausdenke, aber zum Beispiel auch bei Figuren. Also wenn man irgendwelche Figuren einführt, die vielleicht noch irgendwie handlungstragend werden könnten, macht man das auch. Man schreibt dann ein Datenblatt und legt das bereit, sodass die anderen es in der Dropbox finden können. Das kann manchmal lustige Wege gehen. Also ich hatte mal einen Roman zu schreiben, der spielte in den Tiefen einer fremden Galaxie und es war eigentlich nur ein Roman, sie fliegen von A nach B und finden unterwegs ein anderes Raumschiff und da ist eine außerirdische Lebensform drauf, die im Weiteren noch wichtig wird. So, das gab dann von der Handlung her, war das nicht so prall, dass man davon einen Roman hätte füllen können und unser Chefredakteur, der schrieb mich dann an und meinte, also ihm war das auch ausgefallen, der liest da auch alle Exposés, die reinkommen, liest der auch durch und meinte auch so, die Handlung könnte ein bisschen knapp werden, du könntest ja noch so ein Monster of the Week dazu kreieren. Das ist ja so ein guter Trick, wenn die Handlung nicht reicht, dann macht man eben noch eine kleine Nebenhandlung dazu. Das habe ich dann damals gemacht, habe dann noch so ein anderes außerirdisches Wesen mit dazu erfunden, das quasi auf dem Raumschiff festsaß und es gab dann so eine kleine Crew, die dem quasi geholfen hat, wieder nach Hause zu kommen. Und bei dieser kleinen Crew habe ich eine Figur erfunden, die ist jetzt vielleicht für IT tatsächlich ganz interessant. Das war die Donna Stetson. Und zwar stand die Serienhandlung da kurz davor, dass die echte, wirkliche, richtige KI sich entwickelt hat. Und das war quasi die Positronik, ja, wir hatten es vorhin, Asimov, ne, also das Computergehirn des Raumschiffes, mit dem die unterwegs waren, war also kurz davor, diesen Durchbruch zu einer echten KI zu schaffen. Und die Figur, die ich entwickelt habe, die war eben keine ITlerin im Sinne, wie wir es heute kennen, und auch keine Technikerin, sondern das war eine Positronik-Psychologin, die sich eben mit KIs beschäftigt hat und mit dieser, was passiert, wenn jetzt eine Positronik zur KI wird. Und die habe ich eigentlich nur so da eingeführt, weil ich wusste, das Thema ist gerade
eh in der Serienhandlung drin. Irgendwann wird diese Positronik von dem Raumschiff Seneca wird irgendwann zur KI werden, stand noch ein Weilchen bevor. Aber man musste ja damit irgendwie umgehen, dass der immer angefangen hat, so ein bisschen rumzuspinnen, irgendwelche Sachen zu machen, wo man nicht wusste, warum macht er das. Und dann habe ich eben diese Positronik-Psychologin erfunden. Musste mir dann aber auch ausdenken, was macht die eigentlich? Das war dann so ein bisschen so, da habe ich mir dann natürlich jetzt nichts Konkretes aus den Fingern saugen können. Da habe ich dann so ein bisschen, das ein bisschen wischig gelassen, dass sie halt irgendwelche Routinen überprüft und guckt, wo unterscheidet sich das, und dass sie eben auch mit ihm mündlich kommuniziert und ihn fragt, warum machst du das? Also umgekehrt wie bei 2001, nicht der Computer fragt, was tust du da, sondern sie fragt, was tust du da? Und diese Figur von der Donna Stetson, die auch zudem mir noch am Herzen lag, weil ich sie eben nicht so eine, wie so eine typische Mary Sue Science-Fiction-Figur geschildert habe, sondern sie ist ein bisschen so eine Mischung aus Bones und The Good Doctor, sage ich immer, so ein bisschen Probleme mit persönlichen Kontakten, also sie kommt mit Maschinen besser zurecht als mit Menschen, sage ich immer. Und auch nicht so die Superschönheit, also die ganzen Frauen bei Perry Rhodan sind klassisch immer solche Superschönheiten, die dann auch, ich habe schon gesagt, Perry Rhodan ist eine toxische Figur, sobald sie Perry Rhodan treffen und ihn heiraten, sind sie dann nichts mehr. Vorher sind sie immer total gut und in allem so top. Aber diese Donna war eben anders. Und tatsächlich hatte ich für sie dann auch, weil ich sie eben gut bauen wollte, ein extra Datenblatt angelegt. Und hinterher sagten die Exposé-Autoren, ey, die gefällt uns so gut, die wollen wir in der Handlung behalten. Und sie ist tatsächlich bis heute in der Handlung drin als Senecas persönliche Psychologin sozusagen, die also in der Handlung immer dabei hat und immer, wenn diese mittlerweile KI auftritt, irgendwie eine Rolle spielt, um quasi als Kommunikator zwischen ihm und der Crew zu fungieren. Fragen? Ja, ansonsten kann ich noch was dazu sagen, wie diese Welt überhaupt aufgebaut ist. Also man muss immer unterscheiden zwischen der Erstauflage, die ist wie gesagt im Jahr bei Band 3300 und im Jahr, schieß mich tot, ich weiß es nicht, ich glaube 600 oder 800 oder noch mehr, 1000 Jahre in der Zukunft schon, während wir bei Neo, wo wir ja gerade erst angefangen haben, bei Band 300 jetzt bald sind und von der Handlung her erst im Jahr 2112 oder so. Also nicht so weit von uns entfernt. Das heißt, da sind uns die Probleme, die wir momentan auf der Welt haben, tatsächlich noch näher als jetzt bei der Erstauflagenhandlung. Und bei Neo ist es halt so, es ist noch vieles vertraut. Im Umgang, in den politischen Konstruktionen. Es gibt da einen Weltrat, was so an jetzt erinnert. Ne? Es gibt, an jetzt auf kommunaler Ebene sozusagen erinnert. Es gibt Zahlungsmittel. Ja, es ist nur alles größer geworden und mehr nach, man hat expandiert auf andere Sonnensysteme sozusagen. Aber es ist auch noch nicht so. Ich habe vorhin gesagt, in der Erstauflage war innerhalb von 50 Bänden war die Erde befriedet und alle haben gesagt, juhu, wir machen jetzt zusammen hier einen auf großes Sternenreich. Bei Neo geht man nicht so schnell voran. Das ist für meine Begriffe ein bisschen realistischer, dass es eben nicht so schnell geht, mal eben zu sagen, hey, die Menschheit ist sich jetzt sofort einig und findet den Typ total knork und geht mit dem, wohin er will, zu den Sternen. Sondern da gibt es eben immer noch, auch in 100 Jahren noch Staaten, die sagen, da mache ich nicht mit, will ich nicht. Oder auch mittlerweile Kolonien, die sagen, warum sollen wir eigentlich machen, was ihr wollt. Also es ist für meine Begriffe realistischer geschildert als diese ersten Bände bei der Erstauflage, die ja aber mittlerweile schon viel, viel weiter ist. Also in dem Universum der Erstauflage ist es so wie bei Star Trek, es gibt kein Geld mehr zum Beispiel. Da steht man halt auf und wenn man was Neues zum Anziehen braucht, dann geht man zum Computer und sagt, ich hätte gerne grüne Hose und dann wird diese grüne Hose für dich produziert und dann kriegst du die. Das ist halt so dieses Science-Fiction-Denken, irgendwann ist die Menschheit so weit, dass man ohne Geld auskommt und nur noch durch seine Kreativität, sein Schaffen quasi dann
also sowas wie absolut bedingungsloses Grundeinkommen dann geschaffen hat. Ja, damit die Geschichte wieder anknüpfen kann, kriegst du dann so ein bisschen Anfang und Ende vorgegeben? Gibt es dann auch so Nachgespräche, wenn du jetzt, kommt dann der Redakteur und sagt, ja, mir reicht das aber jetzt noch nicht, weil wir müssen ja, damit die Geschichte weitergeht, da und da hinkommen. Also gibt es dann nochmal einen Dialog dazu und was passiert dann? Also die Exposés, die wir bekommen, die sind sehr ausführlich, sag ich mal. Da steht schon im Detail drin, was ist jetzt den Autoren, den Exposé-Autoren am wichtigsten, zum Beispiel an diesem Band, an diesem Serienteil. Welche Figuren sollen unbedingt drin vorkommen? Dann ist es nach Kapiteln aufgegliedert. Was soll in jedem, also nicht in jedem Kapitel, meistens macht man aus den 10 Kapiteln, die im Exposé vorgegeben sind, dann 20 oder so. Man teilt das sich dann noch ein bisschen anders auf. Aber es ist schon von der Handlung her so strukturiert, dass man weiß, was wollen die Exposé-Autoren von mir jetzt? Was erwarten die, was ist handlungstreibend, welche Figuren sind wichtig. Man darf auch nicht einfach sagen, ich bringe jetzt mal den und den um. Also das muss man schon irgendwie dann auch mit den Autoren absprechen, welche Figuren werden noch gebraucht, welche kann man über die Klinge springen lassen, welche Raumschiffe sind wichtig. Das steht alles in so einem Datenblatt drin, also das ist sehr detailliert schon, was zu tun ist sozusagen. Und wenn man dann seinen Roman geschrieben hat, dann kriegen den die Exposé-Autoren. Und wenn die sagen, das ist uns noch nicht ausführlich genug, dann sagen die das einem, dann schreiben die das dran. Also bei mir war es bis jetzt noch nie so, dass ich irgendwas groß hätte umschreiben müssen, weil was vollkommen schiefgelaufen ist. Manchmal kommt dann, oh, das kannst du noch nicht schreiben, das haben wir noch gar nicht verraten, das stand im Datenblatt nur für dich zu. Ja, danke, gut, jetzt weiß ich es. Dann muss man halt irgendwas wieder rauskürzen oder so. Oder es steht drin, hier könntest du noch erwähnen, das und das, dann haben wir das auch mal wieder in Erinnerung gerufen oder so. Also solche Sachen kommen dann meistens von den Exposé-Autoren zurück. Wenn man den dann zurückbekommen hat von den Exposé-Autoren, dann überarbeitet man ihn dann entsprechend der Anmerkungen und dann schickt man ihn an die Redaktion, an den Chefredakteur und an den Lektor, die den dann auch alle nochmal durchlesen und eventuell auch mit Änderungswünschen auf einen zukommen. Ich muss sagen, das hatte ich noch nie. Also, dass jetzt an der Stelle noch mal jemand gesagt hat, also das können wir so nicht machen. Gar nicht. Also, soll es aber auch vorkommen. Weiß ich nicht. Natürlich wird da noch was geändert. So. Also, der Lektor sagt jetzt nicht, hey, das ist ein Wort, das Gott Moses auf die Tafeln diktiert hat, das lassen wir so. Nein, also der Lektor macht natürlich noch irgendwelche Sachen an dem Text, aber jetzt nicht solche Sachen, die Rücksprache mit dem Autor erfordern, in meinem Fall bis jetzt. Wir haben einen sehr guten Lektor, muss ich dazu sagen. Das Tolle an dem Neo-Lektor ist, dass der selbst Fan ist. Also der hat auch alle Romane gelesen, der hat die Erstauflage gelesen, aus, dem fällt auf, wenn da irgendwas schiefgegangen ist oder wenn es irgendwelche Anschlussfehler oder so gibt. Und also ich muss sagen, ich verstehe mich mit ihm auch super, weil ich jetzt schon 2 oder 3 Mal Sachen hatte. Ich baue gern so Easter Eggs in meine Texte ein und freue mich dann drauf, dass die irgendwer findet. Meistens finden sie aber weder die Exposé-Autoren noch der Chefredakteur. Aber der Lektor, der sieht das immer. Also ich hatte zum Beispiel einmal einen Roman, das war von der Miniserie Vega. Da hatte ich diese beiden Figuren, Bully und Cookie. Der ganze Roman war quasi aus den beiden Perspektiven geschrieben. Und die sind eigentlich Freunde, hatten sich aber am Anfang von dem Roman fürchterlich miteinander verkracht. Und ich hatte dann in jedem Kapitel so einen Satz drin, wo der eine gedacht hat und im nächsten Kapitel aus der Perspektive von dem anderen hat der andere etwas Ähnliches gedacht. Und das war so ein Tischtennisspiel, das sich so durch die ganzen Romane durchgezogen hat. Und ich fand das total toll, was ich für eine super Idee hatte. Und der Exposé-Autor hat es nicht gemerkt. Ich so, okay, der hat es nicht gemerkt. Aber bestimmt der Chefredakteur, der Klaus, nee, ist mir nicht aufgefallen. Schade eigentlich. Aber der Lektor hat dann gesagt, ja, ich habe es gemerkt und ich fand das total schön, weil das so die Freundschaft von den beiden. Aber dann denke ich immer, okay, wenn es zumindest einer von den drei merkt, dann hat es sich ja gelohnt. Und tatsächlich merken sowas dann mehr Leser als die Exposé-Autoren und sowas dann im Endeffekt, solche Sachen. Ja, also das ist, wie gesagt, das ist dann der letzte Schritt, dass der Lektor das hat und dann geht es in den Druck. Kann ich noch? Ja, danke. Super.
Und was du jetzt gerade erwähnt hast mit der Sterblichkeit, verständlicherweise darfst du nicht alle möglichen Leute sterben lassen. Hast du dann sonst auch den alten Star Trek-Trick von wegen Lieutenant Johnson, stellen Sie ein Außenteam zusammen? Und, Red Shirts, meinst du? Wir verabschieden uns schon mal von Lieutenant Johnson. Oder lässt du gerne Leute sterben prinzipiell? Ist das, es heißt ja immer Kill Your Darlings, ne? Also es tut mir dann schon immer weh, wenn Figuren, die ich mühsam aufgebaut habe, dann irgendwie über die Wupper gehen. Von daher, es kommt immer drauf an. Also es gibt so bei einigen, da weiß ich das von vornherein, da kann ich mich dann mit anfreunden, ja. Aber wenn jetzt eine Figur, die ich gebaut habe, dann von einem anderen 3 Bände später umgebracht wird, das finde ich dann immer total gemein. Aber ich mache jetzt nicht konkret, dass ich sage, es gibt jetzt immer Red Shirts oder sowas. Also tatsächlich bei diesem Roman mit der Donna Stetson, den ich vorhin erwähnt habe, da haben viele gedacht, dass diese Crew um sie, also sie war da mit so 2 Kollegen unterwegs, und da haben wohl viele gedacht, das ist so eine Red Shirt-Truppe, die überleben eh nicht, aber die haben dann alle 3 überlebt. Ansonsten mit der Sterblichkeit, das sollte man noch dazu sagen, also Perry Roden und seine großen Kumpels, die sind alle unsterblich. Ist eine längere Geschichte, warum das so ist, also am besten reinlesen, wenn man es wissen will. Die sind jedenfalls, die haben einen Zellaktivator, mittlerweile ist es auch ursprünglich war das so ein Ei, das sie umhängen hatten, mittlerweile ist es ein Chip, bei Neo ist noch nicht mehr ein Chip da, das ist einfach so, die sind jetzt unsterblich. Und bei den anderen Figuren, ja, also es gibt dann so welche, da, die sind dann auf einmal weg, oder man fragt, was ist eigentlich aus dem und dem geworden, weil die Zeitsprünge in so einer Serie natürlich schon da sind, dass auf einmal man sagt, wir sind jetzt 10 Jahre später. Und dann, wenn man dann einen Roman schreibt, muss man sich fragen, gibt es den eigentlich noch oder ist der mittlerweile schon irgendwie in Rente oder tot? Also das ist tatsächlich ein Problem, dass man mit dieser, außer diesen Unsterblichen, die dabei sind, immer so ein bisschen aufpassen muss, weil dadurch, dass man sein unsterbliches Klientel da hat, vergisst man das häufig, dass andere Figuren nicht unsterblich sind. Und dann habe ich auch mal, ich hatte mal einen eingebaut und mir fiel es dann aber zum Glück noch selber auf, Moment, der müsste jetzt so rein rechnisch, müsste der schon 95 sein. Ich glaube nicht, dass der noch mit auf irgendeinen Außeneinsatz geht. Also das ist dann so, da muss man einfach dran denken dann bei solchen Sachen. Ja, schön. Das ist... Ich habe noch ganz viele weitere Fragen, aber ich würde vorschlagen, die verlegen wir gleich noch hinten in den gemütlichen Teil, wo wir gleich nochmal dazu übergehen, weil du schreibst ja auch noch ganz andere Sachen, nachdem wir jetzt mit der Zeit schon ganz gut dabei sind, würde ich sagen, da können wir uns gleich hinten nochmal unterhalten, du bist ja noch ein bisschen da, ja. Hast auch noch ein bisschen was mitgebracht. Ich habe auch mir gleich nochmal ein paar von den anderen Romanen unter den Nagel gerissen und werde die gleich noch mit in die Verlosung mit reinnehmen. Also da gibt es auch noch mal eine Chance, einen davon mit nach Hause zu nehmen. Und eine Empfehlung wollte ich noch abgeben, wer gerne einen Einstieg in das Perry Roden-Universum haben möchte. Da hat zum Jubiläum vor 2 Jahren der Andreas Eschbach ein wunderschönes Buch geschrieben. Ein super Roman, ja. Der also praktisch als Hommage an diese Serie so ein Prequel geschrieben hat, so wie alles begann. Ist ein wunderschönes Buch. Ich überlege gerade, wie es heißt, Das größte Abenteuer. Genau. Zu dem Buch kann man auch sagen, es ist eigentlich dieser Science-Fiction-Aspekt oder dieser Perry Roden-Serien-Aspekt kommt erst ganz zum Schluss. Der Großteil vom Buch ist einfach eine wunderschöne Hommage an die Geschichte der Raumfahrt. Also wie sich das in Amerika entwickelt hat, wie die ersten Versuche mit Raumschiff waren, auch immer im Vergleich mit Russland, an der fiktiven Person Perry Roden aufgehängt, natürlich, der das Ganze sieht und erlebt. Aber diese ganze Geschichte, und jetzt kommt das Perry Roden-Abenteuer, kommt tatsächlich erst ziemlich weit am Ende. Dann knickt irgendwann die richtige Zeitlinie ab. Man muss aufpassen, dass man es nicht verpasst, ab wann es nicht mehr die richtige Geschichte ist, die erzählt wird. Aber mir hat es auch echt großen Spaß gemacht. Und wenn ihr das noch lesen wollt, haben wollt, geht auf comicdealer.de. Das ist die Webseite von Hermkes Romanboutique. Da kann man auch ganz bequem Bücher bestellen, sich die liefern lassen, die da abholen. Muss man nicht bei irgendwelchen multinationalen Versenderkonzernen machen. Comicdealer.de, die gute Empfehlung. Auch digital, ja, genau. Du kannst es dir auch schicken lassen, genau. Analog oder digital. Ja, dann vielen Dank dir schon mal. Wir sind ja gleich noch ein bisschen zusammen. Dann, genau, ihr dürft gerne applaudieren, ja, auf jeden Fall. Danke.